Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Get New Horizon. In der heutigen Folge wollen wir ein bisschen Punch-Michel spielen. Das heißt, wir möchten uns unsere chemischen Produkte ein bisschen ausweiten. Zum Beispiel Chlorinherstellung, Fluorinherstellung und so weiter und so fort. Das heißt, wir werden uns das wegen in den Chemie-Baukasten stürzen. Und ich tue mal meine Zellen weg. Die brauche ich momentan nicht. Du kommst dahin, du kommst dahin. Und ja, ich habe mir die Large Steel Cells gebaut. Es sind einfach nur 4 Double Stainless Steel Platten und 4 Electrum Ringe. Und das ist ein Assembler, ein MV. Haben wir 10 Stück gemacht. Ja, ich habe mal ein bisschen Stainless Steel rausgeschmissen. Ich weiß. Wie kann ich Verschwende das nur machen? Ja, habe ich. So, ja, eigentlich wollten wir ja sozusagen uns ja darum bemühen, dass wir ja den EBF hier zum Umziehen bringen und den Vakuum Freezer bauen. Aber uns ist halt leider aufgefallen, wir brauchen halt für die ganze Produktion von den ganzen Chipsätzen, brauchen wir definitiv mehr chemische Produkte. Das heißt, wir brauchen Sulfuric Acid. Wir brauchen Iron 3 Chlorin oder wie heißt es? Iron 3 Chlorid. Genau. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann werden wir mal diese Folge jetzt dann dafür benutzen, dass wir ein bisschen das Zeug herstellen und auch gleich ein bisschen mit den ganzen Produkten auseinandersetzen, die noch in unserem Buch drin sind. So, wir haben ja einmal hier Sulfuric Gas, Refinery Gas. Okay, das ist, Gasproduktion. Das muss ich mal schnell nachschauen. Sulfuric Gas. Aber das ist für mich eigentlich was in der, ja, das ist aus Ölgewinnung. Okay, das heißt, das kommt definitiv in die Raffinerie. Das heißt, da müssen wir auch noch was machen. Und das geht uns momentan nichts an. Heavy Fuel wird auf jeden Fall auch interessant sein, weil aus Heavy Fuel können wir dann den nächsten Strom, also die nächste Benzinart machen. Ja, so, was haben wir hier noch alles? Dann haben wir Mercury. Mercury ist sozusagen Cinnabar in Cinnabar-Herstellung. Also das ist Cinnabar ist Quecksilber, glaube ich. Was ich jetzt da kann ich nicht erzählen. So, okay, dann haben wir hier Inkjet-Kabeldioden. Das Lustige ist, eine Kabeldiode habe ich gebaut. Aber ich glaube, ich habe gleich eine. Ne, ich habe eine 4 Ampere 11. Ach so, ich habe MV gebaut. Nicht LV. Okay, so. Ne, aber da haben wir jetzt eigentlich chemiemäßig schon mal nichts mehr vor. Aber bei MV haben wir einiges vor uns. Denn wir, also, wie gesagt, Plastik. Die Plastikproduktion, die wo momentan noch hier steht, beziehungsweise drüben steht, kommt weg. Also das heißt, wir haben jetzt dann Ethylen. Die Ethylenherstellung, Biomasse, also dieses da. Die Advanced Brewery wird leider dann hier verschwinden. Das heißt, ich werde dann auch wieder mit den Zellen das rüberschleppen anfangen müssen. Und dann halt mit zwei Supertanks arbeiten. Einer vorne, einer hinten. Weil ja, ich kann einmal dahin laufen. Weil ja sozusagen der Gartencenter hier vorne ja entstehen soll, sozusagen an der Kreuzung. Da tippt aber einer ganz schön rum. Genau, also sozusagen hierhin wird unser Gartenparadies entstehen. Und hinten dran ja unsere Bienen. Und da wird dann auch Biomasse, Seed Oil,
Und alles, was halt wirklich mit Bioprodukten zu tun hat, hinten hingestellt. Und auch das Testfeld kommt da auch hin. Das können wir eventuell sogar in der nächsten Folge mal anfangen. Und diese ganzen Tanks müssen auch noch rumziehen. Sodiumpersulfat, das ist zum Beispiel einer der Sachen, die wir brauchen. Ein Kleber muss rüber, Seed Oil. Weniger, wie gesagt, wenn jetzt das Wasser zum Beispiel verschwindet, wäre es jetzt auch nicht schlimm. Hydrogensulfid, das brauchen wir auch. Light Fuel. Hier ist Light Fuel drin? Okay. Wo ist hier Light Fuel drin? Nein. Wir schütten jetzt erstmal wieder alles rein. Zuerst kommen die großen Zellen dran. Dann kommen die blauen Zellen dran. Dann kommen die kleinen Zellen dran. So, jetzt haben wir schon mal wieder einen Tank definitiv mehr übrig. So. Dann heißt es jetzt, wir müssen das Sulfuric Light Fuel. Jetzt erst einmal nach unten tun. Und ich jammer rum, dass wir kein Benzin haben. Klar, wenn man es vor der Tür liegt. Man natürlich kein Benzin. Aber das ist jetzt auch einigermaßen wieder voll. Sehr schön. Also für mich ist es eigentlich am wichtigsten, dass wir unsere Grundprodukte definitiv erstmal drüben herstellen. Seht ihr das da schon kommen, dass wir dann irgendwann 1000 Supertanks da drüben stehen haben? Oder auf jeden Fall sehr viele. Tausende können vielleicht ein bisschen übertrieben sein. Aber wir werden sehr viele drüben brauchen. Also. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall, also Biomasse haben wir ja gesagt, das ist klar. Und die Biomasse wird zu Diluted Sulfuric Acid. Oder beziehungsweise es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Du bist ein Distillery, ne? Ah, nee. Das ist die Biomasse. Das ist die Brewery, das Zeug herstellt. Also das heißt, ich brauche das dann doch drüben. Das heißt, ich brauche nur einen Kompressor drüben bei der Anlage. Also das heißt, die Brewery, hoffe ich ja mal, dass man genügend Brewery. Das Ranch. Muss es auf jeden Fall ja mal so aufbauen. Das heißt, habe ich überhaupt noch einen Brewing Stand hier? Ich dachte, ich habe mir noch mal einen gebaut. Auch noch mal einen gebaut. Ich weiß nur nicht mehr, wo ich ihn hin habe. Oh, oh. Ah, nein, ich weiß, wo ich ihn hin habe. Er steht hier. Habe noch mal hier eine Advanced Brewery hingestellt, damit wir auch was machen können, wenn wir den da nämlich nicht mehr haben. Genau. Das heißt jetzt für mich definitiv, das muss man jetzt mal rübergehen. Und jetzt muss ich mir angucken, wie heißt das Zeug? Eine verwirrte Folge. Du wirst diluted sulfuric acid.
dass ich jetzt einmal auch weiß, von was ich rede. Verdünnte Schwefelsäure ist es. Ah, okay. Schwefelsäure. Also das ist Säurenproduktion. Das war jetzt wichtig, diese Info. Heißt, ich nehme dich mit, ich nehme dich mit. Ich nehme. Und dich nehme ich auch noch mit. Dich nehme ich noch mit. Und dich nehme ich noch mit. Hoffe, dass ich jetzt genügend dabei habe. Denn wir haben ja eine zweigeteilte Chemieabteilung. Und zwar einmal Säuren und einmal Gase. Gasproduktion ist hier drin. Halt. Da muss ich nochmal zurück. Wichtigste vergessen. Hoffe, dass da ein paar die Rucksäcke noch einfangen können. Ja, natürlich nicht. Aber ich bin frohen Mutes, dass du dich. Okay. Hab mich halt im Mut verlassen. Rucksack ist voll. Okay. Das wird jetzt erstmal sozusagen für mich erstmalig soweit schon mal vorgedacht, wo wir es hinstellen. Ich bin halt gerade beim Überlegen, ob ich das hier halt so ähnlich mache wie hier. Aber ob man Schwefelsäure einen Tank packt. Okay, also das heißt jetzt, wir haben jetzt schon mal das. Dann haben wir ein Einserfenster, dann haben wir ein Dreierfenster. Einserfenster, Dreierfenster, machen wir F7. Dann haben wir ein Zweierfenster und dann haben wir dasselbe Spiel nochmal. Auch so. So, Einserfenster, Dreierfenster. Und auch hier. Einerfenster, Dreierfenster. Entlang. Lassen auch ziehen. Da. Ja, ich glaube, das ist dann hier auch so. Dahin. Perfekt. So, dann haben wir jetzt erst einmal als nächstes, habe ich denn da von Boden drin? Ich habe da den Hubblestone with Panel. Als allererstes ziehen wir mal das ganze Zeug raus. Wir wenigstens das schon weg haben. Oh, dann brauche ich jetzt auf der davor. Gereicht.
auf die 8. Ah, Mann. Natürlich jetzt der falsche, war klar. Positiv, dass wir jetzt schon mal das alles haben. Maschine kann ich gar nicht so schnell aufstellen. Die packe ich jetzt erstmal in die Tasche. Habe ich mal wieder wegen Luft. Genau, das heißt ja jetzt, ich habe die Biomasse und danach kriege ich die verdünnte Schwefelsäure. Also das heißt, ich hätte jetzt dann hier gemacht, einen oder zwei frei. Beifrei. Das heißt, ich habe jetzt dann hier meine Maschine. Macht das aber nicht mehr so, wie ich es drüben gemacht habe. Denn ich möchte sozusagen noch den Supertank dazwischen schalten. Das heißt, wir gehen hier auf jeden Fall nach unten. Nicht so, dass ich keine Erde habe. Muss mir alles dann peu à peu anschauen. Das ist mein Problem. In der Chemie habe ich, glaube ich, nie richtig was gemacht. Also das wird hier alles, ist für mich alles jetzt neu sozusagen. Und da eine vernünftige Produktion aufzubauen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es das so hat. Also ein kleines Mobile gibt es, das weiß ich. Das muss ich auf jeden Fall auch berücksichtigen. Vor allem beim Sulfuric Acid. Also bei der Schwefelsäure selber. Denn man kann halt durch andere Produktionen verdünnte Schwefelsäure herstellen. Und aus der verdünnten Schwefelsäure Schwefelsäure herstellen. So, das heißt jetzt, ich habe jetzt dann hier meinen Eingang, ich habe hier meinen Strom. Haha. Das heißt, ich muss hier anders denken. Problem ist eigentlich, nee, Strom muss ich eigentlich von hier hinkommen. Weil ich bräuchte davon eigentlich drei. Ich bin der Meinung, dass ich da irgendwann drei Stück stehen haben muss, dass ich einigermaßen vernünftig Diluted Sulfuric Acid herstelle. Weil, wie gesagt, ich stelle mir jetzt nur mal gerade vor, ich habe jetzt dann drüben irgendwo einen kleinen, so einen Zweier- oder Dreierturm an Biomasse. Und ich muss ja hier dann die Biomasse auch noch reinfüllen. Ja, das heißt also, das kommt auch noch weg. Ich laufe jetzt ein paar Mal hoch. Aber die Löcher mache ich gleich mal vernünftig rein. So, dann heißt es jetzt nämlich, ich habe jetzt dann hier meinen Strom. Heißt für mich, ich musste schon mal so denken, dass das drei sind. Dann habe ich dreimal Eingang über die. Ach, ja, nee, halt, Moment. Glaube, das war gar nicht das Problem, oder doch? Ja, ich denke, ich mache jetzt einfach mal drei. Glaube, das war schon so, dass das am längsten gedauert hat, die Biomasse in Sulfuric Acid also in das Sulfuric Acid da umzustellen. Diluted Sulfuric Acid, Entschuldigung. Ja, genau. Also das heißt, wir haben jetzt dann hier unseren Eingang, wir haben hier unseren, hier bekommen wir die Biomasse und hier verschwindet dann das Diluted Sulfuric Acid.
So, dann heißt es jetzt eigentlich, wir haben jetzt als nächstes die Produktion vom Ethanol. Oder was auch immer das ist, schauen wir uns an. Also Ethanol braucht auf jeden Fall das Zeug mit. Heißt jetzt, ich mache jetzt sozusagen in der Advanced Distillery, mache ich jetzt aus Diluted Sulfuric Acid, mache ich Ethanol oder Sulfuric Acid. Also da macht man schon mal zwei Produkte. Das heißt, ich habe jetzt schon zwei Wege, die wo ich dann aufbauen muss. Ne? Weil ich habe jetzt da hinten dran jetzt zum Beispiel ja über die Distillery kann ich jetzt mit dem Circuit 1, glaube ich, oder nee, ohne Circuit 1 ist scheißegal. Nee, mit Circuit 1 mache ich jetzt, wenn ich jetzt das drin habe, halt das Produkt hier, also Ethanol. Und wenn ich halt hier das reinkriege, was ich da oben drin habe, ich glaube, schauen wir halt mal schnell. Distillery kann ich daraus Wasser machen oder Sulfuric Acid. Okay. Dann ist das. Nein, dann habe ich das falsch in Erinnerung. Heißt, ich habe die Biomasse. Ja, das heißt jetzt, ich gehe. Industrial. Plant Ball heißt das Ding. Genau, aus dem Plant Ball mache ich nämlich im in der Brewing Machine genau Biomasse. Ah, okay. Dann habe ich leider doch falsch gedacht. Oder auch teilweise richtig gedacht. Ich weiß es nicht mehr. So, jetzt müssen wir uns mal anschauen, wie machen wir. Aus Diluted Sulfuric Acid Zellen. Ja, kann ich das reinfüllen, ist klar. Aus Wasser und Hydrogen. Ah, entsteht Diluted Sulfuric Acid. Im Chemical Reactor. Ja, den haben wir natürlich jetzt da nicht. Wasser und Hydrogen. Das heißt, ich brauche hinten auf jeden Fall auch einen Wasseranschluss. Haben wir den schon? Aber ja, müssten wir natürlich haben, klar, weil wir stellen ja Hydrogen und also Wasserstoff her. H2O. Genau. Ja, also das heißt, hier kommt schon mal Wasser an. Das heißt, wir können jetzt dann hier auch nochmal Wasser weiterlaufen lassen. Aber dann ist halt leider jetzt sozusagen für mich das, was ich hier aufgebaut habe, definitiv falsch. Das heißt, das muss definitiv bei mir drüben rein. Hervorragend. Habe ich sehr gut gedacht. Das heißt, hier kommt dann ein Chemical Reactor hin. Der Chemical Reactor macht mir dann sozusagen aus Wasser und Hydrogen. War doch Hydrogen, ne? Da.
Biomasse. Nee, das war jetzt diluted. Diluted to sulfuric acid brauchen wir. Genau. Aus Hydrogen, ach so, Hydrogensulfid. Hydrogensulfid stelle ich ja aber. Ha, das heißt, wir können jetzt dann auch da, weil momentan wird ja in unserer Raffinerie Hydrogensulfid hergestellt. Hey, heißt aber eigentlich auch, ich müsste mir nochmal einen Chemical Reactor hinmachen, eventuell, um Hydrogensulfid auch herzustellen. Leute, das wird, ich brauche Schilder, weil das merke ich mir nicht. Merke ich mir nicht. Also das Chemiezeug, das wird so komplex werden. Ich weiß ja, warum das, glaube ich, das größte Gebäude werden wird. Aber wir brauchen ja erstmal die Grundstoffe. Aus den Grundstoffen macht man das Bessere und dann macht man daraus das Bessere und dann draus nochmal das Bessere. Ich habe schon für mich selber gesagt, wenn wir dann irgendwann so machen, dass ich mir dann mal nochmal Sebo schnapp, dass wir das dann komplett durchkauen. Erstmal sozusagen für uns und dann auch natürlich in der Folge. Ja, der nette Onkel hat vergessen, was er hier wollte. Nein, ich hab's mir nicht. Ich habe es kurzzeitig vergessen, weil ich mal wieder vorbeigesappt bin. Man muss ja immer zwei Möglichkeiten reinbauen, weil, wie gesagt, was bringt uns das, wenn wir jetzt dann sagen, okay, der da hinten produziert das. Und geht in den Tank rein und dann ist der da hinten voll. Und es geht nichts mehr. Es geht dann einfach nichts mehr voran, weil, ja, voll. Auf einmal habe ich kein Benzin oder sonst was mehr. Also, das heißt jetzt, nee, diluted. Acid. Das machen wir mit Hydrogen Sulfidzellen und Wasser. Hoffe, dass ich das dann alles auch sauber hinkriege, weil, wie gesagt, wenn ich jetzt alles dann natürlich hier rein mache, ich muss dann mit den anderen Pipes arbeiten und die anderen Pipes kann ich mir noch nicht leisten. Genau. Also, das heißt Hydrogen Hydrogensulfide. Hydrogensulfide muss dann hier hin. Dann machen wir aus dem Hydrogensulfide, machen wir dann Diluted Sulfuric Acid. Diluted Sulfuric Acid. Und dann machen wir da draus Sulfuric Acid. Dann muss ich mal schauen, was man dann da draus nochmal chemisch herstellen kann. Appetite Mix, Hydrogengas, Oxygas, nee. Lustige ist halt, ich kann halt jetzt sozusagen aus Kohle, könnte ich Charcoal machen.
Also aus Zucker könnte ich sozusagen Holzkohle machen und Sulfuric Acid und da halt wieder Diluted rauskriegen und das ist 1 zu 1 und das ist einfach nur wieder umwandeln. Das ist definitiv, das kannst du als Mobile laufen lassen. Das ist witzig. Muss ich das wissen? Ah, okay. Du brauchst ein bisschen mehr. Das wäre ja sonst, das wäre ja sonst bescheißen. Okay, also nochmal Sulfuric Acid. Molten Germanium könnte ich draus machen mit Carbon. Achso. Und anderen schönen Sachen. Chemical Plant. Nitric Acid. Achso, das ist dann da dabei. Chemical Bath könnte ich sozusagen aus Rare Earth, Crashed Rare Earth machen. Zentrifuge, Sulfuric Apatite Mix. Kann jetzt wieder zerlegen. Ja, mein großes Problem ist jetzt gerade, ich will ja eine Plattenfabrik bauen. Also wo man alle Platten herstellen kann. Das müsste eigentlich sozusagen ja fast schon das Nebengebäude sein von der Circuit-Verarbeitung. Also die alles herstellen. Für die Circuits. Das zweite Problem ist nur, ich brauche dann für die ganzen Circuits. Ja, okay, die Circuit-Verarbeitung. Also die Komponentenherstellung könnte ich sozusagen außerhalb vom Labor machen und dann die Circuits selber im Labor herstellen. Also das heißt, ich habe dann das Laborgebäude hier vorne und gehe dann. Sozusagen stell dann die Komponenten hierher und stell dann da wieder Sachen her. Okay, Gott. Ja. Aber das heißt für mich jetzt schon mal hier, es kommt aus Sulfuric Acid erstmalig. Es gibt einen Acid-Generator? Moment. Herzlichen Glückwunsch. Das heißt, es gibt noch eine weitere Möglichkeit, Energie zu erzeugen. Und wer sich gerade denkt, nein, sowas macht man nicht. Es geht ja nur darum, wenn man zu viel hat von irgendwas, dass man das wohin bringen kann. Denkt nur gerade so, nicht anders. Also sozusagen, wenn man da zu viel hat, Generator dran und abverbrennen und Strom erzeugen. Okay. Also aus dem Sulfuric Acid macht man auf jeden Fall sehr viele Sachen, wie zum Beispiel Plastik. Nein, macht man kein Plastik. Ich habe nichts gesagt. So, jetzt ist aber meine für mich meine viel entscheidende Frage.
wenn hier unsere ganzen Säuren hergestellt werden, brauche ich hier meine Hauptproduktionen noch hier. Das heißt, ich komme hier dann rein und mache mir jetzt meinetwegen hier einen Gang, dass ich dann da auch gleich hin kann. Mache dasselbe auch hier und habe jetzt dann eigentlich hier hinten dann, oh Gott, ich muss den Chunk hier hinten auffüllen. Weil hier hinten muss dann die Produktion von Plastik und dem ganzen anderen Quarf hin. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss auch einiges irgendwann unterirdisch herstellen, weil das wird zu viel sonst. Ah, weil wie gesagt, das Plastik herstellen ist hier. Aber ich muss ja auch noch andere Sachen herstellen, wie jetzt, wie gesagt, zum Beispiel Ethanol. Ist ja auch eine chemische Sache. Ich könnte jetzt dann auch hingehen und sagen, okay, ich mache jetzt hier einen Raum hin und sage, okay, hier drin machen wir dann die ganzen Sachen, die musst du nicht säuren oder Gasen zuordnen kannst. Nur das weiß man halt nicht. Oh Leute, da habe ich mir jetzt was eingebrockt. Ich merke das schon. Weil, wie gesagt, also Sulfuric Acid, schauen wir, ich schreibe mal schnell Acid rein. Aber Acid gibt es auf jeden Fall einiges. Mann. Wenn ich mir das so anschaue, da gibt es wirklich einiges. Also Hydrogensulfid, Dilutesulfid und Sulfuric Acid, die Herstellung ist auf jeden Fall wichtig. Weil das brauche ich, wie gesagt, um definitiv an Boards zu kommen. Und dass wir jetzt nicht nur Theorie gebabbelt da gehabt haben, hätte ich mal gesagt, stellen wir noch auf jeden Fall eine Maschine her. Ja, weil ich habe jetzt zum Beispiel mir aufgeschrieben, Sulfuric Acid, dann habe ich Eisen-3-Chlorid. Das muss ich auch mal schnell eingeben. Eisen-3-Chlorid, ja. Kann ich mir halt noch nichts vorstellen, was jetzt das genau ist. Ob das, weil es gibt ja auch noch Beschichtungen. Ja, die man ja sozusagen über Salzbäder und sonst was macht. Zum Beispiel brünieren. Oder ist es oxidieren? Ja, gibt es auf jeden Fall genügend Möglichkeiten. Und das baut ja auf die anderen Sachen auch auf. Oh Gott. So, nein, ich stell jetzt Maschinen her und hör auf, wild rum zu spekulieren. Weil sonst dreht ihr durch und ich gleich mit. So, ich hätte mal gesagt, wir bauen uns jetzt eine Autoclave. Und dann gleich davon die MV-Variante. Das heißt, wir brauchen eine Pumpe. Das heißt, ich brauche 4, ich brauche 12 Aluplatten. Bei sowas da müsste man mal sagen, wenn wir jetzt dann soweit sind, wie ihr das sowas haben wollt, soll ich da drüber auch immer wieder mal ein Video machen, dass ihr mitkriegt, wie die Gedankengänge sind, wie ich das dann weitermachen will oder wie das weiterlaufen muss. Oder sagt ihr, nein, diese Planungen bitte. Macht das bitte off. Das ist uns zu anstrengend. Kann ja sein.
So, ich brauche auf jeden Fall Kupferkabel. Dann brauche ich für eine Pipe nochmal Kupferkabel. Dann brauche ich nochmal zweimal. Dann brauche ich hier vier. Halt, nein, ich brauche eine LV, ne? MV. Das heißt, ich brauche Stahlpipe. Ich sag, Moment, ich gleich als allererstes. Naja, aber wie gesagt, das muss ich mal so wissen für mich, ob ich dann sowas halt dann, wie gesagt, wenn wir dann soweit sind, ob ich dann mit euch halt dann auch mal solche Folgen dann immer wieder mal mache, wenn halt dann größere Sachen zum Umbauen sind. So, da brauche ich auf jeden Fall drei Stück da drin. Das da brauche ich hier. Ach, da rein. Und dann heißt es, du warst hier. Du warst, soweit ich weiß, hier. Was sagt jetzt um die Pumpe? Hätte jetzt noch, habe ich noch Aluminium Rods? Habe ich. Oh, dann brauche ich aber noch einen Bronze Rotor und eine Bronze Schraube. Ne, brauche ich nicht. Können wir gleich mal alle anderen raustun. Die passt da rein. So, dann brauche ich jetzt Cupronickel-Wire. Und ich merke schon, wieder sehr viel da. So, Cupronickel, das heißt, ich brauche Kupfer und Nickel. Dann brauchen wir einen Alloy-Smelter, der war hier. Nickel. Reichen. Ah, okay, ich habe noch irgendwas drin. Was ich jetzt alles habe von neuen Motor. Jawohl, Hammer. Die Pumpe. Genau, da fehlen uns eigentlich nur noch die Pipes, die habe ich jetzt da. Dann brauche ich noch zwei Glas. Das Schöne ist ja, wenn man den Arc Furnace hat, den MV, macht man schön schnell Glas. War nur eins. Und wir brauchen noch zwei MV-Circuits. Dahin. Und ich hätte mir einen Advanced Autoclave. Autoclave kommt dahin. So, was macht ein Autoclave? Ein Autoclave ist jetzt zum Beispiel jemand, der wo aus Plant Balls halt das macht. Und ich sehe gerade, ich habe es Gott sei Dank genau richtig hingestellt, wo man da drin auch Flüssigkeiten braucht. Ja, aber das ist halt sozusagen dann die Möglichkeit, mit Circuits rum zu eiern. Das heißt, mit destilliertem Wasser
kann ich Nederquarz-Seeds auswachsen lassen und habe dann eine Chance von 90%. Das heißt halt, nehme ich mal jetzt mal Ruby. So, hab Ruby Dust. Dann müsste jetzt normalerweise das nicht. Kein Autoclave. Jetzt mal bei Diamant wird es auch keinen geben. Sehr schön. Vorführeffekt 500 wieder. Ja, aber es, wie gesagt, so der Lied kann man draus machen. Molten Void ist halt ein bisschen. Wie macht man eigentlich Molten Void? Eine Pile of Void Dust. Aus YouTube Matter, Magic Essence und Saumium Dust. Warum schaue ich so was nach? Ich bescheuert bin, ne? Haben wir schon festgestellt. Also Netherquarz. Genau. In der Autoclave. Ja, das gibt es jetzt als einmal mit Molten Void, mit destilliertem Wasser und normalerweise auch nochmal mit Wasser. Ah, jetzt, wenn man sich vorstellt, er braucht 24 EU, also 48.000 EU und 100 Sekunden mit Wasser. Um aus Netherquarz Dust ein Netherquarz zu machen. Destilliertes Wasser braucht man gar nicht mehr alles durchzujagen. Ah, ist aber zum Beispiel auch so. Wenn man jetzt. Ah, nein, nee, ich habe nichts gesagt. Gibt es auch hier. Also Netherquarz, genau, dann haben wir hier 75 Sekunden und 36.000. Ah, das heißt weniger Strom, kürzere Zeit, klar. Ja, und dann halt mit dem Molten Void braucht man nur noch 60 Sekunden und braucht dann noch weniger EU, ist klar. Und noch weniger Zeit. Morgen haben wir wenigstens noch eine Maschine hingekriegt. Vor lauter Blabla. Aber wie gesagt, da werde ich mich mal jetzt erst einmal kurz schließen müssen, wie wir das insgesamt aufbauen. Was haben wir denn da hinten? Biofuel. Ich brauche Sugarcane, Äpfel und Wheat. Ah, ich habe noch keine Sugarcanes. Genau. Das wird nämlich jetzt meine nächste Arbeit sein. Da kann ich noch schnell was zeigen. Den Bereich kennt ihr ja, das ist ja unsere Ebene mit der Verkabelung. Dann kommt jetzt als nächstes die Ebene mit den Chunkloadern. Die habe ich ja schon angefangen und die habe ich jetzt bei uns schon ein bisschen, also für mich jetzt ein bisschen weitergetrieben und habe mir mal was überlegt, wie man da sozusagen standardmäßig runterkommt. Und vor allem, dass man auch unter die Felder kommt. Wenn man immer wieder Stein raushauen muss, um diese schönen Blöcke zu kriegen. Das heißt, mein Steinmetz muss auch mal irgendwann demnächst kommen, dass wir ständig Steine produzieren können. Tröstlich ist auch bei meinem Steinmetz oder bei unserem Bauhof oder wie auch immer wir den dann nennen. Wird es dann auch Sand und das andere Zeug geben, vielleicht auch Glas. So, auf jeden Fall, hier sind wir jetzt dann auf der, wenn ich jetzt dann hier hinspringe, bin ich jetzt dann auf derselben Ebene, wo es dann jetzt da weitergeht. So, gehen wir jetzt nach unten. Und das heißt, wir sind jetzt eigentlich in dem Bereich, wo es früher die Minecarts gegeben hätte. Wir sind jetzt, glaube ich, sind dann 1:1 da drin, genau. Das sieht er ja.
Ja, und dann haben wir hier jetzt dann sozusagen einen Bereich. Kann ich dann hier hingehen und hier rauflaufen. Da sind wir jetzt dann genau unter unserer Mauer. Und da haben wir unseren Gang halt für unsere Kabel. Gehe hier runter, gehe hier runter und bin sozusagen jetzt in dem Bereich, wo dann die Jungle Loader sind. Und dann gibt's hier noch einen weiteren Bereich. Das schaut genauso aus. Und hier sind wir jetzt dann in dem Bereich, wo es dann zum für unsere Schienenfahrzeuge das dann weitergehen wird. Habe ich mir aber noch nicht genau überlegt, wie, was, wann, wo. Und vor allem, wie gesagt, interessant wird es ja dann sowieso, weil so ein ähnlicher Bahnhof, wie ich den jetzt hier gemacht habe, wird es dann auch geben beim Bahnhof selber. Dass man halt mit den Minecarts auch dann irgendwann mal da fahren kann. Man soll sozusagen komplett umweltfreundlich, wobei wir sind komplett umweltfreundlich, wir benutzen keine Autos für Strecken, nur laufen. CO2-Ausstoß beim Teleportieren, das wär's. Und da wird dann zum Beispiel ein Jungle Loader auch hinkommen und so weiter. So, dann kann ich euch. Das ist ja das, was ich noch genau sagen wollte. Da wir jetzt ja hier richtig sind. Das habt ihr ja schon gesehen, da habe ich ja schon angefangen. Und hier wird es dann das auch weitergehen. Das heißt, die Dinger, die Felder hier werden auch kommen. Aber hier kommen zuerst die Felder hin, die uns Produkte geben, die wir nicht brauchen, sondern ja, doch auch brauchen. Also das heißt, zum Beispiel Baumwolle, Sugarcane, Pilze. Also alles, was. Also da haben wir jetzt die ersten IC2-Crops angepflanzt, aber manuell. Nicht händisch. Nicht automatisch. Genau, händisch. Manuell, aber nicht händisch. Hell? Okay. Genau. Und wie gesagt, man soll es ja dann irgendwann auch können, dass man dann da un unterirdisch auch rüberlaufen kann. Und in den Fluss durch. Und die Bäume und so weiter, das kommt jetzt alles noch demnächst weg. Da habe ich auf jeden Fall noch einiges zu tun. Wenn man es sieht, momentan ist jetzt halt. Hello Friends. Hier geht es ja dann auch bis hinter zur Mauer. Glaube, hier waren wir auch schon lange nicht mehr. Schaut nämlich schon ein bisschen anders aus als das letzte Mal. Ist dann hier die Mauer. Ich weiß es nicht. Ne, die Mauer ist noch weiter hinten. Da habe ich sie dann falsch gesetzt. Hahaha. Sehr schön. Ne, und dann, ne, das kennt ihr ja auch. Und dann, wenn man hier entlang läuft, das ist der Kabelbereich, kann man auch durchlaufen. Und schon ist man wieder bei der Mauer. Genau. Und die muss ich auch noch fertig machen. Das kommt auch noch. Es kommt noch so viel. Ja, genau. So, wenn ihr noch Fragen und Anregungen habt oder mal sagt, bau mal dieses, bau mal das, schreibt mir doch in die Kommentare. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Und dann gibt es noch zu sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.